Hannover wollte Uwe Erkenbrecher jetzt natürlich alles. Den Ausgleich geschossen. Ein neuer Stürmer sollte es richten. Für Kyoyo kam Ralf Hasenhüttl. Der hat in dieser Saison schon 4 Joker-Tore gemacht. Etwas mehr als eine Stunde absolviert. Die Fürther versuchten alles. Ingo Walter auf rechts und immer rein auf den langen Hasenhüttl. Abgepfiffen. Was ist da eigentlich los? Der Mech krümmt sich am Boden. Und es gibt die rote Karte für Ralf Hasenhüttl, der Katastrophenspieler der letzten Wochen. Vor 7 Tagen völlig unmotiviert einen Handelfmeter verursacht. Und nun dieser Gala-Auftritt. 3 Minuten im Spiel, dann die Watschen, der rechte Haken gegen der Mech. Ja, bravo, Herr Hasenhüttl. Das Ganze exzellent gesehen von Schiedsrichter Steinborn. Diese rote Karte war die Schlüsselszene.